Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Zeit für ein Gassi-to-go. Ich bin gerade mal wieder mit dem Hund unterwegs. Das Wetter ist toll, allerdings ist es viel zu warm. Hier waren es heute 25 Grad. Zur Erinnerung, es ist April. Mann, Mann, Mann. Und ihr hört schon in den Nachrichten, hier zu warm, hier zu warm, hier zu trocken. Und das ist hier definitiv genauso. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ich schweife ab. Ich habe mal wieder eine Frage von euch per E-Mail bekommen. Hashtag FragSchmidt. Und diesmal die Frage, was verdient eigentlich ein Lehrer? Und ihr kennt das ja, keiner redet irgendwie gerne über das, was er verdient. Das ist aber bei den Staatsdienern, bei den Beamten total einfach. Das dürft ihr nämlich nachgucken. Das ist hochoffiziell einfach nachzugucken und sogar auf den Cent genau auszurechnen. Und das unterscheidet sich zwar von Bundesland zu Bundesland, aber so ganz grob kann man da schon eine Vorstellung bekommen. Ich werde euch gleich nach dieser Einleitung das mal ganz genau zeigen für Niedersachsen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass die Seite, die es in Niedersachsen gibt, die gibt es auch für jedes andere Bundesland. So, warum eigentlich Bundesland? Das muss man vorweg nochmal sagen. Lehrer sind Angestellte des jeweiligen Bundeslandes bzw. Beamte. Und das ist eigentlich auch der größte Unterschied. Der Hauptunterschied, was ein Lehrer verdient, liegt nämlich daran, welchen Status er hat. Wenn er ein Beamter ist, dann verdient er ziemlich sicher deutlich viel mehr als ein angestellter Lehrer. Das ist schreiend ungerecht, aber tatsächlich bis heute in vielen Bundesländern noch so üblich, dass der eine verbeamtet wird und der andere nicht. Wobei es dafür natürlich auch durchaus Gründe gibt. Zwar nicht immer nachzuvollziehen, aber eben Gründe. Und da es bis heute noch Bundesländer gibt, die nicht verbeamten und andere eben wohl, kommt es sehr häufig dazu, dass Junglehrer sich nach dem Studium und nach dem Referendariat überlegen, das Bundesland zu wechseln, weil es da dann entweder mehr Geld gibt oder den Beamtenstatus. So, so viel dazu. Also, kommen wir zur Sache. Entschuldigung. Wenn du ein Lehrer wirst oder wenn du ein junger Mensch bist und sagst, hey, Lehramt, das ist was für mich, dann musst du dich am Anfang vom Studium einmal entscheiden. Und zwar, möchtest du Grundschullehrer werden, möchtest du Sek 1 Lehrer werden, also sprich Klasse 5 bis Klasse 10, oder möchtest du in den Sek 2 Bereich, also 11 bis 13, sprich Abitur oder Berufsschule machen. Das hat Auswirkungen auf das, was du später mal verdienen wirst oder verdienen kannst. Ich erkläre es, wie gesagt, für Niedersachsen. In Niedersachsen bekommt der Grundschullehrer und auch der Haupt- und Real- und Oberschullehrer, also diese Gruppe Primär- und Sekundar 1, die bekommen A12. Aber man kann so ganz grob sagen, ein Berufsstarter ist so mit 2600 Euro im ersten Jahr dabei. Wie gesagt, Niedersachsen A12. Bei A13 kann der Berufsstart auch bei 2800 Euro liegen. Und so ganz grob kann man sagen, dass ein A13er, also sprich ein Gymnasial- oder ein Berufsschullehrer, 200 Euro mehr verdient als ein Grundhaupt- und Realschullehrer oder ein Oberschullehrer. Und warum kann ich das nicht genauer sagen? Naja, das hängt damit zusammen, dass ein junger Lehrer weniger verdient als ein Lehrer, der schon mehrere Jahre gearbeitet hat. Da gibt es also sowas wie Berufserfahrungs- oder Altersstufen. Und je länger du dabei bist, umso mehr Geld bekommst du. Ich zeige euch das auch gleich in der Liste. Da gibt es schon seit Ewigkeiten Diskussionen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ob Grundschullehrer zu wenig verdienen, ob alle A13 verdienen müssen. Die Diskussion, die ist ganz, ganz alt. Die will ich an dieser Stelle auch nicht führen. Jetzt schauen wir uns gemeinsam die Tabellen an. So, hier seht ihr nun eine Excel-Tabelle, die ich erstellt habe. Und jetzt markiere ich erstmal A12. Das hier ist die Gehaltsreihe. So, Farbe drunter, besser. Hier seht ihr, das verdient ein A12-Lehrer, also Grundschule, Hauptschule, Realschule, 3.496 Euro brutto. Ganz wichtig. Brutto, da gehen die Steuern noch runter und das, was davon übrig bleibt, das ist immer davon abhängig, was, ob ich verheiratet bin, ob ich Kinder habe, alleine lebe und so weiter. Das kann man mit einem Rechner ausrechnen, der ist aber auch ganz einfach zu finden. Dann seht ihr hier in der Tabelle, dass man über die Jahre hinweg verschiedene Stufen bekommt. Man startet in 4 und dann 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und am Ende verdient man nochmal deutlich mehr als am Anfang. Aber natürlich muss man auch mehr Steuern bezahlen.
So, nun wechseln wir zu A13. A13 ist die Gehaltsstufe der Gymnasiallehrer und der Berufsschullehrer. Und ihr seht, hier gibt es ungefähr einen Unterschied von 400 Euro brutto. Und 400 Euro brutto sind so ganz grob, wie gesagt, immer abhängig davon, welche Klasse und so weiter, so 200, 250 Euro Unterschied. Und ihr seht, wie sich das dann halt durch alle Altersstufen von Stufe 4 bis Stufe 12 über die Jahre durchzieht. Man kann also ganz grob sagen, ein Gymnasiallehrer oder ein Berufsschullehrer verdient so 200, 250 Euro mehr als ein Grundschullehrer oder Hauptschullehrer oder Realschullehrer. So. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Schauen wir uns noch eine letzte Sache an. Hier unten die beiden Zahlen sind ganz interessant. Das hier ist das Einstiegsgehalt, wie gemerkt, wohlgemerkt, brutto von einem Realschulleiter. Und darunter, da seht ihr das Einstiegsgehalt in brutto von einem Gymnasialleiter. Beides aber bezogen auf große Schulen. An kleineren Schulen können die Gehälter auch niedriger sein. Da ist man dann eventuell nicht Stufe 15 oder 16. So, und jetzt habe ich euch genug gezeigt. Es ist total einfach, das Ganze im Internet zu finden. Ich bin mir ganz sicher, wenn ihr die richtigen drei Wörter in Google oder was auch immer eingebt, dann findet ihr sofort die Seite mit den Informationen, die ihr sucht. Und dort findet ihr alles andere. Von meiner Seite soll es das hier gewesen sein und ich denke, dass ihr jetzt die Informationen gefunden habt, die ihr haben wolltet. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann hast du was gelernt. Und wenn du was gelernt hast, dann freut mich das und dich hoffentlich auch. Und wenn das so ist, dann lass mir doch ein Gefällt mir da. Da freue ich mich drüber, dann weiß ich, dass das Video gut ankommt. Und wenn es dir richtig gut gefällt, dann darfst du meinen Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Auch das freut mich natürlich sehr. Und dann kannst du Teil von Team Schmidt, unserer Community hier werden. Und das ist hier wirklich richtig toll auf dem Kanal. Hier haben wir nämlich ganz wenig Knallköpfe und dafür ganz viele tolle, nette Kommentatoren, wo das Diskutieren auch richtig Spaß macht. Aber das sieht man ja auch unter den Kommentaren, beziehungsweise in den Kommentaren unter den Videos. Das wollte ich meinen. So, und wenn du mehr Hilfe brauchst, dann findest du alles schön ordentlich sortiert auf meiner Homepage www.lehrer-schmidt.de. Okay, so, das soll's von mir gewesen sein. Okay, das war's.